Zweite Großdemonstration in Berlin. Ladies and Gentlemen, der Frontmann von Die Toten Hosen, Nils Campino! Schönen guten Tag euch allen. Eine fallende Pflanze kann man wässern, einen abgebrochenen Ast legt man aber nicht wieder an. Das ist und bleibt so, der bleibt ab. Und das ist das, was mir die meisten Sorgen macht zurzeit. Ich habe dabei keine Angst um mich, weder wenn ich auf der Bühne stehe, noch sonst. Ich habe Angst um die vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sonst auf Tour bin. Um die vielen Dienstleister, die zu unserer Branche gehören, und um die jungen Künstlerinnen und Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen und ohne finanzielles Polster sind. Was soll bloß aus ihnen allen werden? Das Leben ist schön, die Situation gerade nicht. Es ist eine Ehre, hier sprechen zu dürfen. Ich stehe hier stellvertretend für viele Musiker, Künstler. Also, wenn ich hier an das Mikrofon treten darf. Es geht um Bühnenbauer, LKW-Fahrer, Licht- und Tontechniker, Security-Unternehmen. Ihr kennt mich ja, dann tue ich das nicht, um so ein paar Wortschlüsseln abzusondern oder in Panik zu verbreiten, sondern ich will Mut machen. Handwerker, Catering-Firmen, Veranstalter, Theater, Kinos, Gastronomie und Hotels. Es geht um über 1 Million Arbeitsplätze und Existenzen. Mut, um noch mit sehr, sehr konventionellen Mitteln und trotz der vielen wirklich schwierigen Möglichkeiten Kultur noch stattfinden zu lassen. Die seit März wie in einem Berufsverbot leben müssen. Die zum Beispiel auch das Recht auf Wohnen festgeschrieben. Ohne jeglichen Gewinnwirtschaft. Wie fühlt sich das an? Seit März quasi über Nacht nicht mehr arbeiten zu dürfen und kein Cent ist seitdem mehr ins Portemonnaie gefallen. Da helfen warme Worte wenig. Die